wenn möglich, aufstehen, wenn wir Gottes Wort hören. Hört auf Gottes Wort, Johannes 18, Vers 1 bis 11. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Und Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst dieser gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriester und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und es in seinem Herzen bewahrt. Amen. Wir können wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Karfreitag ist der Tag, an dem alles umgekehrt wurde. Das Kreuz von Golgotha ist der Mittelpunkt der Geschichte. Und dass Jesus, der Sohn Gottes, an unserer Stelle gestorben ist, das dreht alles um. Dadurch werden schmutzige Sünder gereinigt und gerettet. Dadurch werden Feinde von Gott zu seinen Freunden. Dadurch werden gottlose Menschen zu gottliebenden Menschen. Dadurch werden Menschen, die das Glück auf Erden gesucht haben, zu Menschen, die Gott suchen und in ihm ihr Glück finden. Aber dafür, dass das möglich wurde, musste zuerst bei Jesus alles umgekehrt werden. Er, der gerechte, unschuldige, heilige Sohn Gottes, wurde verhaftet wie ein Gangster. Er wurde unschuldig zu Tode verurteilt und dann zwischen den Verbrechern gekreuzigt. Heute denken wir vor allem darüber nach, was bei seiner Verhaftung geschah und was auch dieser Teil der Passionsgeschichte bedeutet. Johannes 18, Vers 1 haben wir gelesen, dass Jesus in einen Garten ging. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Und dann kommt eine Abteilung Soldaten. Lesen wir in Vers 3. Judas mit einer Truppe von Soldaten. Und das waren normalerweise 600 Soldaten. Eine Abteilung von römischen Soldaten, das waren 600 Soldaten. Und sie kamen dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Das war eine Menge Licht. Ich stelle mir vor, wie das Blaulicht auf Polizeiautos heutzutage. Das fällt immer sofort auf. Wenn es dunkel ist und irgendwo ist ein Blaulicht von einem Polizeiwagen, dann sieht man das. Und so fielen auch diese Soldaten mit ihren Fackeln und Lampen auf. Und dass diese hunderte Menschen auf Jesus und seine Jünger zukamen, muss auch eine ganze Menge Lärm gemacht haben. Ein Mann braucht, denn so eine Truppe Soldaten machte eine Menge Lärm. Ihre Uniformen waren nämlich großteils aus Metall und das klirrte so schön
aufeinander, als sie gingen. Und dabei machten auch die Waffen Lärm, als sie gegen die Uniformen rasselten. Wie eine große Polizeimacht, die mit viel Lärm und Blaulicht einen Verbrecher jagt. Wir kennen solche Szenen vielleicht aus Actionfilmen. Und so kommt diese Gruppe auf Jesus und seine Jünger zu. Was würde das mit dir machen? Wie würdest du dich dann fühlen? Dann würdest du sicher erschrecken, oder? Wenn ich von einem Polizisten gestoppt werde, weil ich zu schnell gefahren bin oder so, zittern mir schon die Knie. Geschweige denn in so einer Situation. Aber erschreckt Jesus auch? Nein, er ist gar nicht überrascht. Denn Jesus wusste alles, was über ihn kommen sollte. Vers 4 haben wir gelesen. Er rennt nicht weg, er versucht sich nicht zu verstecken, sondern er greift die Initiative und geht auf die Soldaten zu. Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Und sie antworteten, Jesus, den Nazirener. Als ob sie einen Verbrecher suchen. Herr Jesus N. würde heutzutage in den Nachrichten stehen. Und was macht Jesus? Auch jetzt versucht er sich nicht zu verstecken, sondern bekennt es öffentlich. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Ich bin's. Und dann geschieht etwas Außergewöhnliches. All diese Menschen weichen zurück und fallen zu Boden. Die Soldaten rollen übereinander. Wieder ein Geräusch von dem Metall ihrer Uniformen und Waffen. Ich stelle mir vor, dass sie selbst auch erschrocken sind, aber so schnell wie möglich wieder aufspringen. Noch einmal fragt Jesus sie dann, Vers 7, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus, den Nazarener. Und dann können die Soldaten Jesus gefangen nehmen. Es ist eine spannende und beeindruckende Geschichte. Und wir denken heute Abend nach über diese Worte von Jesus. Ich bin es. Ich bin's. Nach dem, was wir gelesen haben, ist klar, was für eine enorme Kraft darin steckt. Die ganze Gruppe stürzt zu Boden. Aber es gibt noch mehr zu erzählen und zu entdecken. Das Thema für die Predigt heute Abend ist die Kraft der Worte Jesu. Ich bin's. Und wir denken über drei Punkte nach. Erstens die Bedeutung dieser Worte. Zweitens die Reaktion auf diese Worte. Und drittens die Ermutigung durch diese Worte. Erstens also die Bedeutung der Worte Jesu, ich bin's. Es ist immer interessant, die Geschichte vom Leiden Jesu in Johannes zu lesen. Die drei anderen Geschichten, die drei anderen Evangelien, die synoptische Evangelien, erzählen das Leben von Jesu auf sehr ähnliche Weise. Bei Matthäus, Markus und Lukas findet man viel Ähnlichkeiten. Aber bei Johannes ist vieles ein bisschen anders. Es wird aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und es werden andere Dinge erwähnt. Und manchmal werden Dinge auch absichtlich ausgelassen. Im Johannes-Evangelium wird dagegen wieder viel mehr Aufmerksamkeit auf das letzte Abendmahl gelenkt. In Johannes 13 lesen wir von der Fußwaschung. Und da gibt es ein paar Kapitel mit sogenannten Tisch- oder Spaziergang-Gesprächen. Und dann noch das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Und das sind wunderschöne Kapitel. Wenn du Ermutigung brauchst, lies Johannes 14, 15, 16, 17. Dort siehst du die Liebe Jesu. Es geht um die Herrlichkeit des Vaters. Es geht um die wunderbare Zukunft, die wir durch Jesus haben. Diese Kapitel sind wie eine warme Dusche. Aber das wird in Kapitel 18 grausam unterbrochen. Plötzlich ist es, als ob das heiße Wasser ausgegangen wäre. Eine kalte Dusche. Jetzt kommt das Leiden Jesu in all seiner Grausamkeit und Heftigkeit wieder nach vorne. Wir lesen dort, sie gehen in einen Garten.
Und zuvor war schon klar geworden, es war Nacht. Es war die Stunde der Finsternis. Es ist, glaube ich, der Garten Gethsemane. Jesus erzählt nicht darüber, wie Jesus mit dem Kelch kämpft, den er trinken wird. Vielmehr betont Johannes die Bereitschaft, Jesu diesen Weg zu gehen, so wie wir auch in Vers 11 lesen. Soll ich nicht den Kelch trinken, den mir der Vater gegeben hat? Aber diese Bereitschaft hat er auch gefunden in diesem Gebet. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sie gehen in einen Garten. Und in der Bibel hat ein Garten oft eine besondere Bedeutung. Wir können hier auch an den Garten Eden denken, wo der Mensch gegen Gott gesündigt hat. Dort hat Gott den Menschen gesucht. Es war Abend. Auch dort. Und Adam und Eva haben sich versteckt, weil sie Angst hatten. Angst wegen ihrer Sünde. Angst wegen der Folgen der Sünde. Und nun ist Jesus im Garten. Die Rollen sind umgedreht. Die Menschen suchen Gott. Obwohl sie das so nicht sagen würden. Sie denken, wir machen nur unsere Arbeit. Aber sie suchen Gott. Jeder Mensch sucht doch zutiefst Gott. Aber Jesus versteckt sich nicht. Und Johannes zeigt deutlich, dass Jesus selbst die Initiative bis zum Schluss in der Hand hat. Er selbst ist es, der auf die Soldaten zugeht und fragt, wen sucht ihr? Jesus hat auch in dieser Situation die Kontrolle. Und dann, als sie seinen Namen genannt haben, sagt er diese kraftvolle Worte, ich bin es. Was bedeuten diese Worte? Es ist daarna liegend an die anderen Ich Bin-Worte von Jesus zu denken, die wir auch in Johannes Evangelium finden. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Auch da benutzt Jesus diese Worte, Ich Bin. Und hier also auch. Und unsere Übersetzung sagt, Ich Bin's. Aber buchstäblich steht da im Griechischen nur, ich bin, ego eimi. Ich bin. Wir benutzen die Worte vielleicht alle, jeden Tag. Aber doch haben sie hier eine tiefere Bedeutung, glaube ich. Es ist der Name, mit dem sich Gott schon im Alten Testament vorgestellt hat. Wir können darüber lesen in 2. Mose 3. Als Gott mit Mose am brennenden Busch spricht, fragt Mose, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin der Ich Bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Soweit 2. Mose 3. Diese Worte sind hier also nicht nur eine Antwort auf die Frage im Sinne von, ja, ich bin's, sondern sie zeigen, dass hier Jesus sich als Gott vorstellt. So wie er sich im Johannes-Evangelium öfters schon als Gott vorgestellt hat. Haben Sie es darin gehört? Die römischen Soldaten vielleicht nicht. Aber die Pharisäer? Ich denke schon. Sie hatten sich schon vorher über seine Lehre geärgert. Dass er sich selbst mit Gott gleichsetzte, war ihnen ein Dorn im Auge. Aber Jesus kann und darf das so machen. Er darf es sagen, weil er tatsächlich Gott ist. Er ist der Sohn Gottes und er ist selbst Gott. Und wenn Jesus diese Worte spricht, bedeutet das auch, dass er dafür steht, wer er ist, was er getan hat und was er gesagt hat. Jesus hat 3 Jahre lang gelehrt und Wunder vollbracht. Er hat über das Reich Gottes erzählt. Er hat die religiösen Missstände unter den Führern des Volkes aufgedeckt. Er hat gezeigt, was es bedeutet, wirklich zu glauben. Er hat deutlich gemacht, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass man nur durch ihn zum Vater kommt. Nur durch ihn
haben wir das ewige Leben. Und das ist es, wofür er steht. Und dafür ist er jetzt bereit zu gehen. Auch wenn das bedeutet, dass er jetzt verhaftet wird. Gerade wenn er verhaftet wird, geht er dafür, ist das sein Ziel, um das alles wahr zu machen. Er wird gehen, um zu zeigen, dass es keine größere Liebe gibt, als sein Leben für seine Freunde zu geben. Und das ist es, was Jesus hier uns sagt. Ich bin Gott und ich stehe dafür, was ich getan und gesagt habe. Und das ist auch für uns heute Abend eine gute Nachricht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Gott und er steht zu dem, was er sagt. Und genauso ist er auch Immanuel, Gott mit uns. Was bedeutet das für dich? In deiner Situation, in deinen Kämpfen, deiner Zerrissenheit, in deinem Ringen, in deinen Fragen und Zweifeln? Er steht immer noch zu dem, was er gesagt hat, auch für dich. Das ist die Kraft der Bedeutung dieser Worte, ich bin es. So offenbarte Jesus sich damals den Soldaten, Pharisäen und Jüngern. Und so offenbarte sich auch heute noch dir und mir. In unserem Leben. Ja, hier in der Gemeinde, aber auch jeden Tag. Er lässt sich finden. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Er ist für dich da. Und er fragt dich, wen suchst du? Was suchst du? So wie die Soldaten Gott gesucht haben, ohne es zu wissen, so sucht jeder Mensch Gott. Davon bin ich überzeugt. Viele wissen es aber noch nicht. Ja, wir Menschen suchen auch an der falschen Stelle, wenn der Geist Gottes uns nicht hilft. Darum sagt auch der Apostel in Römer 3, Vers 11, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt oder der Gott sucht. Aber heute fragt Jesus auch dich, wen suchst du? Und die Antwort ist immer, Jesus, den Nazarener. Jesus, den Sohn Gottes. Den suchst du. Auch wenn du es vielleicht noch nicht glaubst, kann ich es dir sagen, du suchst Jesus. Und wenn du dann zu ihm kommst, als suchender, fragender Mensch, dann ist seine Antwort auch dir gegenüber. Ich bin's. Ich bin der Ich Bin. Die Kraft von Jesu Worte, Ich bin's. Zweitens, die Reaktion auf Jesu Worte. Ja, was geht eigentlich im Garten vor sich? Ist es nur ein Irrtum und wird jemand verhaftet, der eigentlich unschuldig ist? Das kann passieren. Das Rechtssystem macht Fehler. Aber hier ist es nicht nur das. Es steckt mehr dahinter. Hier spitzt sich der Kampf zwischen Gut und Böse zu. Die vielen Soldaten, ihre Waffen und Laternen, die Dunkelheit, in die sie kommen, sie symbolisiert das Böse und die Macht der Dunkelheit. Judas war zu ihnen übergelaufen. Der Teufel hatte Besitz von ihm genommen. Und hier erreicht der Kampf seinen Höhepunkt. Es ist eine der dramatischsten Szenen in Jesu Evangelium. Das Böse dieser Welt, des Teufels und der sündigen Menschen zusammen. Und sie stehen der Unschuld, der Güte und der Gottheit Christi gegenüber. Im Hintergrund spielt sich ein gewaltiger geistlicher Kampf ab. Es ist die Stunde der Macht der Finsternis. Jetzt wird es darauf ankommen, wer stärker ist, Satan oder Jesus, Gott oder der Teufel. Und was dann passiert, macht deutlich, Jesus ist immer noch stärker. Vers 6, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Jesus ist mit seinen Jüngern eine kleine Gruppe. Kein Vergleich zu den hunderten Soldaten und ihren Waffen. Aber Jesus spricht. Er offenbart sich als Gott. Und diese Menschen weichen zurück und fallen zu Boden. Einfach so, ohne die Macht der Waffen. Es ist die Macht des Wortes Jesu. Was
für ein Wunder. Es ist ein Wunder. Es gibt keine andere Erklärung. Kein Mensch kann so sprechen, dass plötzlich Hunderte von Menschen zu Boden fallen. Das ist die Macht Gottes. Und es macht deutlich, dass auch wenn der Teufel mit seiner Armee stärker scheint, er ist es nicht. Jesus ist stärker. Seine Worte haben Macht. Und in seinen Worten offenbart er sich als Gott und als König. Mit Nachdruck wird hier auch Judas erwähnt. Vers 5. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Er stand daneben. Auch er fiel zu Boden. Auch er muss nun erkennen, dass die Macht Jesu stärker ist als das Böse, das er sich ausgedacht hatte. Und die Reaktion von diesen Menschen auf diese Worte wirft auch für uns die Frage auf: Wie reagierst du auf die Worte von Jesus? Hier in diesem Abschnitt, aber auch sonst, generell, die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes. Wie reagierst du? Bist du beeindruckt? Warst du jemals von der Größe Gottes beeindruckt? Hast du jemals vor seiner Heiligkeit gezittert? Hast du deine Knie vor seiner Allmacht gebeugt? Was macht die Herrlichkeit und Glanz Jesu mit dir? Die Soldaten und Pharisäer stehen jetzt vor Jesus und wollen ihn verurteilen. Aber eines Tages werden wir vor ihm stehen und wird er uns richten. Wie reagierst du auf die Worte Jesu? Ich bin's. Ich bin Gott. Ich bin der Messias. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie du auf diese Worte jetzt reagierst, wird auch ausmachen, wie du in der Ewigkeit zu Gott stehst. Und es gibt nur eine angemessene Reaktion, und die ist, dass wir uns in Anbetung vor ihm verneigen, dass wir vor ihm niederknien, dass wir uns klein und demütig machen und ihm die Ehre geben für seine Herrlichkeit und Liebe, seine Gnade und Macht, die er gerade gezeigt hat, als er diesen Weg zum Kreuz gegangen ist. Paulus schreibt in Philipper 2, dass das darauf ausläuft, was Jesus alles gemacht hat, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder Knie wird sich beugen, freiwillig oder gezwungen. Judas wurde gezwungen. Die Soldaten wurden gezwungen. Sie wichen zurück und fielen zu Boden weg von Jesus, weg von Gott. Aber lasst uns mit einem Herzen voller Dankbarkeit und Liebe bereitwillig vor Jesu niederknien, hin zu ihm und ihm die Ehre geben. Und auch daran zeigt sich dann die Macht seiner Worte, wenn wir das tun. Er hat die Macht, Gegner in die Knie zu zwingen. Er hat auch die Macht, Feinde in Freunde zu verwandeln. Wenn du erkennst, dass er sagt, ich bin es, ich bin die Liebe selbst, ich bin es auch für dich. Wenn du das erkennst, dann hat er auch die Macht. Ja, dann ist das ein Zeichen davon, dass sein machtvolles Wort schon in deinem Herzen hineingesprochen hat. Er hat die Macht, dein hartes Herz weich werden zu lassen und dir ein neues Herz voller Liebe zu geben. Und dann beugst du dich bereitwillig vor ihm, weil du die Macht seiner Liebe erfahren hast. Das Thema ist die Macht von Jesu Worte, ich bin's. Drittens die Ermutigung in diesen Worten. Dass die Reaktion auf diese Worte, die Kraft der Worte Jesu zeigt, ist auch eine enorme Ermutigung. Vor allem für die Jünger, die dabei standen. Sie machten es vielleicht fast in die Hose, wegen so vielen Soldaten, die dort waren. Aber Jesus war ruhig und gelassen, weil er wusste, was passieren würde. Aber ich denke, für die Jünger war es sehr
beeindruckend und überwältigend. Und als sich dann herausstellt, dass Jesus die ganze Macht hat, ist das eine große Ermutigung. Ihnen passiert nichts, was Jesus nicht will. Wie ein guter Hirte kümmert sich Jesus bis zum letzten Moment um seine Schafe. Und das ist auch eine Ermutigung für uns. Wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann ist er mit seiner Kraft auch bei dir. Und seine Güte ist immer größer als das Böse, das dir widerfährt. Und ich habe erwähnt, dass diese Worte daran erinnern, wie Gott sich in 2. Mose 3 vorgestellt hat. Und weiter sagt Gott dann in 2. Mose 3, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Ferizziter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und das hat er mit dem Volk Israel gemacht. Und er tut es auch mit uns. Er sieht, was dir angetan wird. Er sieht, in welches Elend du gestürzt bist, egal ob es wegen deiner eigenen Sünde oder der Sünde anderer ist. Jesus ist gekommen, um dich davon zu befreien. Und auch daran erinnern uns diese Worte. Und das tut er, indem er den Weg des Leidens geht, indem er sich festnehmen lässt, indem er sich in die Hände von Menschen begibt, die Böses wollen, indem er auch nicht mit der Gewalt von Petrus zusammenarbeiten will. Petrus, der mutige Mann, danach hat er Jesus dreimal geleugnet, aber hier in Johannes wird klar, wieso er diesen Mut gefasst hat. Weil er gesehen hat, wenn Jesus nur ein Wort spricht, dann fallen sie alle zu Boden. Und dann hat er sich getraut, auch was zu machen mit seinem Schwertchen. Und es ist natürlich, Jephtha liest gern Asterix und Obelix. Und da sind auch viele römische Soldaten. Und dann ist natürlich Asterix, wenn er einen Schluck Zaubertrank nimmt, dann kann er alles. Und ich stelle mir vor, dass Petrus sich auch so gefühlt hat wie Asterix. Jetzt kann ich es. Ich habe alle Kraft, ist bei mir. Aber so macht Jesus das nicht. Diesen gewalttätigen Petrus braucht Jesus nun nicht. Und so überwindt er das Böse durch das Gute. Er überwindet das Böse, indem er den Kelch von Gottes Zorn austrinkt, indem er den Weg zum Kreuz weitergeht. Der Weg, der ein weiter heftiges Leiden sein wird, in den Verhören, in den Verspottungen, in der Kreuzigung und in der Gottverlassenheit. Bis zu dem Moment, dass er es ruft, es ist vollbracht. Aber er geht diesen Weg aus Liebe zu uns. Und gerade deshalb ist es umso deutlicher, dass er stärker ist als das Böse. Was für eine Ermutigung ist das auch für uns. Jesus ist stärker als die Macht der Sünde, des Teufels und des Todes. Und manchmal scheint das Böse zu triumphieren. In Kolosser 2 macht Paulus klar, dass es beim Kreuz um einen Machtkampf ging. In Kolosser 2, Vers 15 sagt er dann, nachdem auch klar geworden ist, dass das Kreuz uns von der Schuldschrift befreit hat, von der Schuldschrift der Sünde, dann sagt er in Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hat er das nicht mit diesen römischen Soldaten gemacht, die dort gekommen sind mit ihren Waffen? Sie liegen auf dem Boden entwaffnet, bis sie sich wieder ergreifen, und hat sie an den Pranger gestellt. Aber in diesen römischen Soldaten, über alle Mächte der Welt, die sich gegen Jesus auflehnen. Und vorher hatte Paulus schon gesagt in Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß.
Seit dem Sündenfall gibt es diesen Kampf in der Welt. Grundsätzen der Welt, die nicht christusgemäß sind. Alle möglichen Lügen versuchen die Wahrheit in Person, Jesus Christus, anzugreifen. Und auch die Menschen werden angegriffen, die bekennen: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgotha. In dem Lied geht es ja auch um die Lügenmächte, Vers 3. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgotha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah. Dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor und die Sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. Jesus Christus hat am Kreuz über alle Herrschaften und Gewalten triumphiert. Und manchmal scheint das Böse stärker zu sein, aber es ist es nicht. Jesus ist stärker. Die Macht des Bösen kann so groß erscheinen, aber wir müssen uns nicht fürchten. Wir können auf die Macht unseres Erlösers vertrauen. Und das sagte auch Luther, als er nach Worms gehen musste, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Auch wenn so viel Teufel zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern. Ich werde gehen. Und ja, wir haben manchmal auch zu kämpfen mit einem Feind in uns. Der Feind, das Böse, ist nicht nur außerhalb von uns. Wir haben diesen Feind in uns, unser Fleisch, unser alter Mensch. Und manchmal scheint dir die Sünde zu groß zu sein. Manchmal scheinen die Versuchungen zu stark. Manchmal scheint die Macht des Teufels, dich in die Sünde zurückfallen zu lassen, zu groß. Aber das ist sie nicht. Jesus ist stärker. Und er hat die Kontrolle über alles. Sogar über das Leid, das uns widerfährt. Wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du Depressionen hast, wie kann das einen Sinn haben? Manchmal scheint es so sinnlos zu sein. Es scheint auch, als könne nichts Gutes dabei herauskommen. Aber das ist nicht so. Schau doch, was aus Jesu Leiden für uns Gutes entstanden ist. Jesu Güte ist immer größer als das Leid, das wir erfahren. Jesus ist stärker, ja, er kontrolliert sogar das Leid, das dir widerfährt. Und er ist mit dir dabei. Er hat es auch überwunden, auch für dich, damit du ein neues Leben bekommst, damit deine Seele geheilt wird, damit du Kraft bekommst, mit dem Leid umzugehen. Es ist die Kraft von Gottes Namen. Ich bin, der ich bin. Ich werde für euch da sein. Sei so ermutigt, Gemeinde von Christus. Unser Erlöser ist der Ewige. Ich bin. So ist er auch am Kreuz gestorben. So hat er dann alles vollbracht. Und wenn er bei uns ist, haben wir nichts zu befürchten und brauchen wir uns nicht zu fürchten. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich möchte dich preisen für deine Bereitwilligkeit, diesen Weg zu gehen, dass du bereit warst, dein Leben zu geben, um es auch wiederzunehmen. Du bist gestorben, aber bist auch wieder auferstanden. Auch am Karfreitag dürfen wir schon durch das offene Grab hinausschauen und die Zukunft, die du für uns bereitet hast. Herr, du bist so mächtig. Dein Wort ist so kräftig. Und wenn ein Wort von dir damals diese hunderten Soldaten umgeworfen hat, wie können wir dann auch auf deine Macht heute vertrauen, dass dein Wort auch heute noch so viele Menschen umwerfen kann? Und dafür beten wir, Herr, dass du das wirkst, auch in unseren Tagen. Und gerade an diesem Tag, dass Menschen durch den Karfreitag nachdenken darüber, was es bedeutet, was das Kreuz bedeutet, was es bedeutet, was du getan hast. Und du kannst dafür sorgen, dass auch heute Hunderte von Menschen neu ihre Knie beugen vor dir und auch ihre Herzen dir geben.
Und Herr, wir wollen das auch heute wieder aufs Neue machen. Karfreitag 2023. Wie lange glauben wir schon? Du weißt es. Wie lange haben wir schon ein neues Leben? Du weißt es. Aber wie oft rutschen wir auch zurück in Sünde, in unser Fleisch? Hilf uns, Herr, unser Versprechen zu erneuern. Nun gehören unsere Herzen.